Haben Sie das Gefühl, dass die Kommunikation in Ihrem Team nicht optimal läuft? Haben Sie unterschiedliche Wissensstände? Oder haben Sie den Eindruck, in Ihrem Team werden nicht immer die richtigen Ansprechpartner gefunden? Hierbei kann es helfen, eine soziale Netzwerkanalyse durchzuführen. Was ist nun aber eine soziale Netzwerkanalyse? Es handelt sich um eine Methode, mit welcher Strukturen in sozialen Netzwerken untersucht werden. Das heißt, es können informelle Beziehungen zwischen Akteuren in einem Team, einer Organisationseinheit oder einem ganzen Unternehmen sichtbar gemacht und die daraus resultierenden Stärken sowie möglichen Ineffizienzen von Informations- und Wissensflüssen aufgespürt werden. Je nach Zielsetzung unterstützt die soziale Netzwerkanalyse bei der Identifikation von Wissensträgern, Innovatoren, inoffiziellen Führungspersonen oder Karrierenetzwerken. Die Ergebnisse dieser Methode werden verwendet, um Wissensaustausch, Lern- und Entwicklungsprozesse besser steuern zu können. Wie wird die soziale Netzwerkanalyse nun angewandt? Im ersten Schritt wird das Ziel der Analyse definiert und Rahmenbedingungen geklärt. Anschließend werden Daten erhoben, analysiert und visualisiert sowie interpretiert. Final werden Folgeaktivitäten abgeleitet. Im ersten Schritt der Zieldefinition und Klärung von Rahmenbedingungen wird mit dem Auftraggeber in einer Zielsetzung vereinbart, auf welchen Zweck hin die Analyse ausgerichtet werden soll. Anschließend wird erarbeitet, in welchem Umfang und mit welchem Zeitaufwand die Analyse durchgeführt wird. Daraus resultieren dann die Kosten des Projektes. Im nächsten Schritt werden Daten erhoben durch Interviews, Online-Befragungen oder Dokumentenanalysen. Bei der Datenerhebung sollte anhand folgender Parameter ermittelt werden, um welche Art der Verbindung es sich zwischen den Akteuren handelt: Intensität, Reziprozität, Klarheit der Erwartungen und Multiplexität. Zu Beginn des dritten Schritts, Analyse und Visualisierung, werden die erhobenen Daten zur Analyse der Beschaffenheit der Gesamtstruktur des Netzwerkes genutzt. Hierbei werden folgende Kenngrößen ermittelt: die Größe, die Dichte des Netzwerkes, die Zentralität, die Offenheit des Netzwerkes und die Stabilität. Nach der Gesamtstrukturanalyse wird die innere Struktur des Netzwerkes auf Substrukturen und exponierte Stellen hin untersucht und meist in Form eines Graphen visualisiert. Substrukturen können sein Cliquen. Diese haben die maximale Verbindungsdichte zwischen Akteuren. Cluster und Subgruppen. Sie sind weniger dicht verknüpft als Cliquen, aber immer noch deutlich als Substrukturen im Netzwerk erkennbar. Und sie sind für das Verständnis der Verhaltensmuster im Gesamtnetzwerk von großer Bedeutung. Exponierte Stellen können sein Brücken. Sie sind die einzigen Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerken, Subgruppen, Cluster oder Cliquen. Sie können zu Flaschenhälsen für die Informations- und Wissensflüsse in dem betreffenden Netzwerk werden. Drehscheiben. Sie sind Akteure, die eine hohe Anzahl von direkten Verbindungen pflegen. Das erfordert eine intensive Netzwerkarbeit in Form von direkten persönlichen Kontakten. Der Informations- und Wissensaustausch kann durch regelmäßige Nutzung dieser redundanten Verbindungen jedoch ineffizient werden. Impulsaufnehmer. Sie haben die meisten indirekten Verbindungen und sind das Gegenteil von Drehscheiben. Diese Akteure sehen alles, ohne gesehen zu werden. Sie haben großen Einfluss, häufig nur auf inoffizieller Basis, und sind gute Unterstützer der Informations- und Wissensflüsse. In den letzten beiden Schritten der sozialen Netzwerkanalyse werden die Analyseergebnisse interpretiert und Folgeaktivitäten in Form von Maßnahmen entsprechend der Zielsetzung geplant.
Maßnahmen zu unserem Analysebeispiel könnten die folgenden sein. Die Führungskraft Nummer 4 ist innerhalb ihrer Abteilung gut vernetzt, aber nicht ausreichend mit ihren beiden Führungskollegen 12 und 17. Als erste Maßnahme sollte ein Führungskräfte-Workshop eingeplant werden, in dem die Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften reflektiert wird und Optimierungspotenziale gemeinsam erarbeitet werden. Dabei sollten auch Möglichkeiten gefunden werden, den hohen Beziehungspflegeaufwand von Führungskraft 12 auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Ein weiteres Ergebnis der Analyse kann sein, dass die Brücke 4, 5 und 6 entlastet werden soll. Dazu könnte ein schon lange geplantes, abteilungsübergreifendes Projekt in Angriff genommen werden, in dem die beiden Experten 8 und 14 mit dem Mitarbeiter 5 und weiteren 4 Mitarbeitern aus allen drei Abteilungen zusammenarbeiten werden. Als weitere Maßnahme sollte Führungskraft 17 auf eine Verbesserung der Kommunikation mit Mitarbeiter 13 achten, indem sie für die Einhaltung der vereinbarten Regeltermine sorgt. Um die informelle Kommunikationsbeziehungen innerhalb der gesamten Organisationseinheit zu verstärken, könnte es pro Quartal einen Themenabend mit informellem Ausklang geben. Mit dieser Aufgabe sollte Mitarbeiter 7 betraut werden, dem als Impulsaufnehmer die brennenden Themen der Organisation bekannt sind. Ich hoffe, dieses Erklärvideo hat Ihnen dabei geholfen zu verstehen, wie Sie die soziale Netzwerkanalyse als Methode einsetzen können, um die Kommunikation in Ihrem Team zu verbessern, dafür zu sorgen, dass Ihr Team denselben Wissensstand hat sowie die richtigen Ansprechpartner kennt. Sollten Sie weitere Informationen zum Thema soziale Netzwerkanalyse suchen, hilft Ihnen möglicherweise diese Literatur weiter. Viel Erfolg!